Willkommen zurück bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich war draußen, ich war einkaufen, ich habe gerade ein wenig aufgeräumt, ich war duschen. Ich muss gleich übrigens noch die Fenster zumachen in so 10 Minuten oder so. Fantastisch, toller Tag, nur einmal aufgenommen, ist aber nicht schlimm, dafür vieles anderes gemacht. Und ich will mich auch nicht stressen. Ne? Wir machen weiter. Wir haben beim letzten Mal erfolgreich die Crocs gesucht und gefunden. Dann lass uns doch jetzt einfach mal Luftlinie so gehen. Rot, blau, gelb. So ein bisschen am Berg lang. Ja, und ansonsten hatte ich ja gesagt, dass ich vielleicht gleich noch was anderes aufnehme. Also nach dieser Aufnahme hier mal gucken. Tatsächlich kann ich nur knapp 2 Aufnahmen machen. Dann muss ich nämlich Essen anstellen. Heute gibt es feinste Zucchini angebraten mit Paprika, Mais und so ein paar Bohnen zusammen mit selbstgemachten Kartoffelbrocken oder eben Pommes aus dem Airfryer, nennt es wie ihr wollt. Fantastisch. Alles selbstgemacht natürlich, handgeschnibbelt und da lege ich dann eben gleich los und so circa 2 Stündchen. Hi. Hier. Ja, das heißt, das Schwert ist jetzt Deko auf unserem Rücken. Das nehmen wir. Lass ihre Waffe aber nicht immer verlieren, ne? Was? Aha. Als hätte ich es nicht gewusst, ne? Jo, Mann, du hast mich gefunden und mein Rätsel gelöst. Hey, tschüss. Wow. Das ist gerade nicht wirklich passiert, oder? Beinahe so, als würde da ein Brett fehlen. Ich schaffe mal Abhilfe, indem wir einfach einen Schlitten nehmen. Du bist nochmal danke für deine Hilfe. Ich lass mal los. Oh mein Gott. Was zur Hölle? Ja, okay, das war vielleicht ein wenig. Dummster, ist alles in Ordnung. Okay, das war vielleicht ein wenig übers Ziel hinausgeschossen. Wisst ihr, was ich gerade voll gerne wieder esse? Kinderpingui. Ich mache irgendwie... Naja, das hört sich auch wieder ganz falsch an, aber...
Ich hänge auch fest. Ich bewege mich im Kreis. Ich merke nicht, dass ich älter werde oder so. Ich meine, das kann auch gut sein, aber eben auch nicht, ne? Lass nochmal los. Echt jetzt? Nein, es gibt schon wieder oben. Okay. Moment. Okay. Es kippt nach hinten. Das probieren, wobei das jetzt nicht den großen Unterschied macht, oder? Ja, wobei. So kann es doch eigentlich nicht umkippen, oder? Was so? Dafür gibt es keine Entschuldigung. Hm. Okay, wir hätten aber ja nur ein Brett mehr gehabt. Weiß ja auch nicht. Das sah gut aus. Da. So. Da. Der Pilz des guten Willens. Kerzen gerade! Oh. Wie genial. Warum ist mir das nicht eingefallen? Warte kurz. So, und hier ein bisschen. Draußen ist übrigens mega Nebel, ne? Der Nebel des Grauens. Alles fertig. Dank deiner Hilfe konnte ich das Schild festmontieren. Jetzt muss ich nicht mehr stützen. Hier. Und hier. Und natürlich auch noch das hier. Jetzt kann ich noch mehr Schilder aufstellen. Tschüss. War ein bisschen Twiggy. Ein bisschen. Jetzt ist es ja schon fast wieder warm, ne? Das ist ganz schön hoch. Oh. Bergsteigerlink. Hier ist eine nette Kante. Bergsteigerlink löst jedes Problem. Hallo Zelda. Jetzt wissen wir es hier auch offiziell, ne? Ja, ja.
Wow, du hast mich gefunden. Yes. Ja, wirklich beeindruckend. So. Gut, Schild haben wir aufgestellt. Da geht's runter. Aber da unten waren wir ja schon mal. Also gehen wir zu Gelb. Wir gehen zu Gelb mit der Croc-Maske. Spurtfaltchen. Und hier ist auch ein Croc. Das sehe ich doch auch direkt. Und zwar über diesem Stein hier. Den hätte ich auch ohne Maske gefunden. Nur froh, dass wir wenig von den Beutel, von den Rucksackträgern finden aktuell. Wobei die auch, habe ich schon ein paar Mal gesagt, auch da habe ich nichts gegen. Hallo Zelda! Mir hat die Phase des höchstwahrscheinlich ist es so besser gefallen als die Phase yo, es ist so. Was ist... Das sind Melonen und ganz schön viele Grasbälle. Hier sind generell sehr viele Reste. Okay. Wild. Schlimm, dieser Abfallberg, nicht wahr? Ich bin auf meiner Reise auf diesen Schandfleck gestoßen und musste mich gleich ans Reinigen machen. Ah. Als Reisender liegt mir eine saubere Umwelt am Herzen. Jedes Stückchen umherliegender Müll ist eines zu viel. Darum ist es für mich selbstverständlich, jeden Ort, den ich besuche, sauber zu hinterlassen. Sauberer zu hinterlassen, als er anfangs war. Sogar einen Besen habe ich für solche Gelegenheiten dabei, wie du siehst. Doch dieser störrische Gestrüppkugeln da, die kullern mir ständig vor die Füße. Und einzeln werde ich die nie los. Wenn nur die Gestrüppkugeln alle beseitigt wären, dann könnte ich mich endlich um den ganzen Abfall kümmern. Tschüss, Gestrüppkugeln! Sumugi hat mit einer großen Anzahl an Gestrüppkugeln zu kämpfen, die ihr bei der Abfallentsorgung in die Quere kommen. Ganz gleich, wie viele sie davon entfernt, sie rollen immer wieder an ihren Ursprungsort. Easy. Flammenwerfer. Moment mal, kann man die einfach kaputt brennen? Brustchili.
Ein bisschen traurig, oder? Wenn die jetzt alle verbrannt sind, müsste eigentlich, oder? Aber warum ist denn hier ein riesiger Müllberg? Der hier gilt vielleicht noch. Tatsache. Okay. Ma? Oh, die Gestrüppkügel sind alle fort. Das war mit Tricks natürlich recht einfach. Hast du alle beseitigt? Aber es waren so viele. Wie hast du das nur geschafft? Nun, ich bin dir jedenfalls von Herzen dankbar. Hiermit möchte ich mich erkenntlich zeigen. Es ist etwas Großartiges, das ich beim Reinigen gefunden habe. Deine Tasche ist ja voll. Ich möchte dir gerne ein Schild geben. Sprech mich an, wenn du wieder Platz hast. Ah, ich habe schon auf dich gewartet. Hier ist die Belohnung. Danke. Jetzt, da die Gestrüppkugeln Geschichte sind, werde ich mit dem Rest auch alleine fertig. Wäre doch gelacht, wenn ich. Oh, Gottes Willen. Du konntest alle Gestrüppkugeln beseitigen, die den Bergersabfall bedeckt haben. Sehr zur Freude von Sumugi, die sich nun wieder voll und ganz der Entsorgung des Abfalls widmen kann. Es ist eine Menge Arbeit, diesen Bergabfall aufzuräumen, aber wenn ich mir vorstelle, wie es aussehen wird, wenn hier alles fertig ist, geht mir die Arbeit leichter von Hand. Ah, da fällt mir ein, ich habe was Hübsches gefunden. Hier, du kannst es haben. Danke. Wenn ich diesen Ort wie ein Juwel glänzen lassen kann, dann reicht mir das völlig. Eines Tages wird hier alles wieder sauber sein. Ich mache gern sauber und hier kann ich aus dem Vollen schöpfen. Eine sehr schöne Sache, dass wir jetzt durch das erneute Ansprechen noch einen Gegenstand bekommen haben, oder? Finde ich ja cool. Ja, gut, dass wir hier waren, sonst hätten wir diesen extremst interessanten Ort verpasst und keine Gestrüppkugeln zerstört. Ah, was haben wir denn hier? Drei Raketen, geil. Da müsste eigentlich ein Krog sein, oder? Der nach Hause will, nach oben. Nö. Boah. Und da kommt man sicherlich nicht drauf, nee. Mehr von Firone. Hier kannst du nicht weitergehen. Moment mal. Ach so, okay. Ich verstehe. Oh, okay. Ihr habt die falsche Mütze auf. So. Das ist schon besser. Okay. Oh, wie es jetzt schon dunkel wird um 18 Uhr, ne? Das ist furchtbar. Ah, ich bin froh, ich war ja vorhin schön draußen bei gutem Wetter. Ich habe übrigens jetzt auch mal unter dem Pulli noch ein T-Shirt an. Es wird echt kalt. Ja, aber so ist okay. So ist okay. Schief, das ist ja furchtbar. Wie sehe ich denn aus? So, bin wir oben. Ah,
Aber schöner Angriff. Sehr gut angeschlichen und ja. Es ist wieder warm. Jetzt rüste ich wieder unseren eisigen Zweihänder aus. Und es ist wieder okay. Das ist. Ich meine, es macht Sinn, aber es ist eine sehr krasse Möglichkeit, die ganze Mechanik auszutricksen. Denkst du, ne? Hallo, Wüstenkojoten. Tja, sorry. War hier nicht noch irgendwo so ein Steingebilde? What? Ich glaube, da war einer unter der Erde, huh? Okay. Das sieht sehr interessant aus. Das nehmen wir gleich mal. Tja, sorry. Es tut mir so leid. Jo, Lenkeinheit. Ich muss die Fenster. Ah, ich muss die Fenster zumachen. Wartet kurz. So, Fenster zu, Heizung an, Rollos runter, so halb, hätte ich auch ein bisschen weiter runter machen können. So, da bin ich wieder. Lenkeinheit. I don't wanna fight anymore. I don't really, really wanna fight anymore. Please don't attack me. Please don't attack me. Wow, wow, das ist schnell. Das ist schneller, als ich dachte. Treffen sich zwei Drachen. Jetzt sind wir ja so ziemlich unter dem Labyrinth, ne? Also hier waren wir schon mal in der Ecke, hier, seht ihr? Aber halt noch nicht hier. Ne? Und ich will wissen, was bei diesem Stall ist. Genau, das riesige Labyrinth. We know this. Mm-hmm.
Danke, Sidon. Genau, da waren wir ja wegen dem Kroggy und wegen dem Schrein und. Jetzt ist es wieder kalt, dann können wir gerne die Orni-Rüstung anziehen, weil wir haben ja kein Feuerschwert aktuell. Planänderung, wir machen uns eine Feuerwaffe. Die schnelle Kletter. Ein Croggy Croc? Dieser wunderschönen großen Plattform hier. Kann ich ja fast nicht glauben. Ganz schön hoch. Kann ich hier tricksen? Ja. Das ist halt wirklich dieser kurze Moment, in dem man dann doch auf der Schräge stehen kann. Ja, okay. Auch keiner. Tore von Peri, das hört sich auch cool an, ne? Was steht's? Was ist da los? Ganz dumme Idee. Ganz dumme Idee. Von dem. Na gut. Jo. Aha. Really? Ist das ein Krogstein? Nee. Eher hier. Ich hätte gern einen Krog-Anhänger. Das wäre dafür nicht die Maske aufziehen müssen. Das wäre cool. Da! Ah! Aha! Offensichtlicher als ich dachte. Du hast mich gefunden! Tschüss!
Nee, ich mache aber jetzt nur eine Aufnahme. Also ich guck grad auf die Uhr, dann ist 20 vor. Habe ich eine Stunde zum Essen machen. Kann dann in Ruhe noch ein Thumbnail machen. Ja. Boah, das hört sich gut an. Die Wüstenkojoten? Ja. Wie sieht der große? Sie ist dunkel. Nee. Wir gehen mal nach oben. Weg von den Kojoten. Oh nee, bitte keinen Schluck auf. Hier können wir uns auch ein Fahrzeug bauen. Da waren wir noch nicht drauf, oder? Komme ich aber so auch nicht drauf, ne? Oder? Doch, geil. Cool. Drei Pfosten. Mit mir sind es ja vier. Aha. Aha. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas suchen sollen oder ob wir jetzt einfach so just for fun hier lang gehen. I don't know. Da oben auf dieses Klippengebilde gehe ich auf jeden Fall mal. Kein Blutmond. Nee. Kein Blutmond. Gar kein Mond. Ist auch okay. Weil dann ist ja der Griok oben auch nicht wieder da. Ja, ich werde wahrscheinlich, vielleicht machen wir eine 1,5-Stunden-Aufnahme. Aber ich werde keine 2 Aufnahmen machen. Und vielleicht mache ich dann heute Abend mal das andere Spiel. Dann wäre das hier jetzt vielleicht für eine etwas längere Pause die letzte Aufnahme. Aber das habe ich auch vor diesem Video und vor dem letzten Video und davor wahrscheinlich immer wieder gesagt. Also schauen wir mal. Loslassen tut mich das Spiel ja dann doch nicht. Genau wie damals Breath of the Wild. Auch wenn ich mich nicht hundertprozentig erinnern kann, meine ich, dass ich das auch ohne große Pausen durchgespielt habe. Und das ist natürlich für ein Spiel dieser großen Ordnung mit so viel freier Erkundung schon was Besonderes. Wobei das andere Spiel, was ich spielen möchte, auch ein Herzblutprojekt von mir werden wird. Gut, ja, egal, so viel dazu. So viel dazu. So, gehen wir mal runter, hä? Also auf einer dieser Säulen ist doch bestimmt ein Krog, oder? Das ist eine Höhle. Oder? Die schießt der Abgrund. Entdeckt.
Bosque-Rudo-Abgrund. Wo kommt man da aus? Da, wo ich eh noch hin will. Hey, wisst ihr was? Hä? Darf ich bitte... Hä? Hab ich den Namen Abgrund oder was? Gehen wir eben da beim Haien da die Schatzkiste holen. Reicht mir jetzt. Aber jetzt nicht geladen. So. Andere Richtung. Und Vollgas. Das ist ein Jäger-Außenposten. Ich glaube, ich werde verrückt. Einfach übersehen. Ja, hat jetzt gar nichts mit der Erkundung vom Gerudo-Tal zu tun, aber guck mal hier. Wow. Junge. Ja, wie gesagt, da hätten schon längst die Kommandeure drauf sein müssen, das, um es ein wenig spannender zu machen. Coole Idee hier mit dem Blitz, dass man hier jetzt, ne, da kann man dagegen schießen. Und dann geht das Blitz aus und dann kann man das hier wegräumen, genau. Dann wären wir auch so reingekommen. Coole Idee, aber ist leider überflüssig dadurch, dass wir schlichtweg alles direkt besiegen können. Pfeile. Wichtig, allerneueste Erkenntnisse über das Miasma. Bitte jeden der Punkte aufmerksam durchlesen. Erstens, das Miasma kann auf keinerlei Weise bekämpft, entfernt oder getilgt werden. Eisfeuer und Elektrizität sind nutzlos. Zweitens, Berühren von Miasma greift dauerhaft Lebenskräfte an. Keinesfalls darauf oder hineintreten. Drittens, durch Miasma verlorene Lebenskraft lässt sich auf zwei Arten wiederherstellen. A. Behandlung mit Sonnenfleckchen, B. Verlassen des Untergrunds und Rückkehr zur Oberfläche. Neueste Untersuchungen zeigen, dass das Licht von Wurzeln an der Decke unter Umständen ebenfalls heilsam sein könnte. Allerdings bedürfte es hierfür eine Art Methode zur Verstärkung des Lichts, welche derzeit noch erforscht wird. Ruhm Koga, unsere Hand. Denn damit können wir die Lichtwurzeln aktivieren, wodurch die ebenfalls Lebenskraft wiederherstellen. Jägerbauplan! Das ist eine elektrisierte Tür, richtig? What? Ja, schön. Ja. Ich dachte, hier wären Haien. Tja. So kann man sich irren. Gut, gehen wir wieder hoch. Zurück zu unserem Teleporter. Dafür sind die Medaillons ja wirklich großartig. Oh, es ist so kalt. Meine Finger frieren. Es ist den ganzen Tag schon diesig draußen. Es ist Wahnsinn. Einfach so diesig. So neblig diesig. Was sagt denn eigentlich meine Festplatte? Die müsste doch schreien vor wenig Speicher. Na, es geht. Geht noch, geht noch. Jo, du mein Ding aktivieren wir den, denke ich. Sehen wir jetzt diese Kriegerin-Statuen, die könnte man natürlich auch von der Wüste aus erkunden. Jetzt sind wir ja wohl einmal da. Wäre jetzt die Frage, was einfach machen. Hello, my friends. Ich will nur da hoch. Oh.
Gerudo-Bogen. Dieser elegant verzierte Bogen verwenden die Gerudo im Kampf und bei der Jagd in der Wüste. Er besitzt eine hohe Reichweite. Hat doch so einen Zoom-Effekt, oder? Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, was es hier gab. Da ist jetzt so ein Sandstrudel. Frage? Wie viele sind das denn? 1, 2, 3, 4, 5. Hier ist ja 8. Wo ist 7? Fehlt Statue Nummer 7. Ich war doch in der Wüste, oder? Ost-Gerudo-Ruinen. Gerudo-Wüste. Denn hier ist jetzt die Frage, ob wir da einfach mal reinspringen. In Inselloch. Rock. Da drauf, natürlich. Auf dem Schwert hier. Sieht sehr cool aus. Ja, machen wir. Aber vorher komplett Kletteroutfit. Von ihrem Schwert zu ihrer Hand, hä? Hey, ihr habt mich gefunden! Super gemacht! Hey, süß! Sieht aber auch cool aus hier mit den Statuen. Was ist das da? Was ist das? Also generell sind hier Gerüste. Hier war auch mal eine Mauer, guck mal. Okay. Einfach nur Licht, okay. Im gleichen Stil wie hinten die, die Oasenlampe da. Aber krass. Hier haben wir richtig eine Mauer. Hier noch irgendwas Besonderes? Ich meine, von hier kommt halt Ganondorf, ne? Die Verheerung Ganon, Ganondorf, kommt halt einfach aus der Gerudo-Wüste. Er ist ja ein männlicher Gerudo. Und das macht das Ganze natürlich schon interessant. Ich gehe da einfach mal rein, mal gucken. Entweder sterben wir, oder wir verlieren Leben, oder unten drunter ist irgendwas. Ernsthaft? Höhle der Ost-Gerudo-Ruine. Oh je. Ja, Leuchtsamen ist auch so eine Sache, ne? Oh, weiß ich wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Das ist jetzt Treibsand, ne? Hm.
Okay, dann bauen wir uns eine Brücke. Schön bei mir. Aber hallo, Ringlight? Als erstes Stück haben wir schon mal geschafft. Generell will ich nochmal anmerken, dass das Ringlight ja generell früher mit dem alten Internet nur gestört hat. Ach, ich hab auch. Ach, Crocs gibt's ja auch hier gar nicht. So schon Crocs in Höhlen. Ciao. Danke, danke, danke. Gerudo-Schild, 28. Jo, nö, danke. Wow. Da ist eine Mini-Statue. Wie süß ist die denn? Eine Mini-Steinstatue. Dobas. Es ist die Frage, ob wir... Oh Gott. Da wäre ein Sprengfass gewesen. Kann ich da jetzt einfach hoch oder soll ich das mal so gegen die Wand stemmen? Macht das Sinn? So einfach? Naja, geht so auch. Hallo? Mayo Signum. Okay. Schön. Ja, uns fehlen ja, wie viele waren das? 27 oder so? Es waren ja noch recht viele Höhlen, ne? Wobei wir auch seitdem jetzt wieder bestimmt 10 gefunden haben. Da oben war noch eine Höhle, meine ich. Cool. War mein Gespür doch richtig. Wessen Kopf war das jetzt da unten? Die haben doch alle noch Köpfe. Eine 9. Statue. Ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, wie das hier in Breath of the Wild aussah, ob das genauso war. Wie war nochmal meine Reihenfolge? War ich zuletzt bei den Orni damals? Das weiß ich auch nicht mehr. Guck mal, hier ist sogar so ein richtiges Schlittenmobil. Sandmobil. Ich meine, ich war zuletzt bei den Orni. Wow. Mega, hier. Ihr wisst schon. Ich wusste es doch, echt eine Höhle. Geil. Hallo.
Hallo, Steinbruchmine. So. Mine klingt gut, Mine klingt schlecht, Mine klingt, als gäbe es hier so manches Gewäch. So. Effizienter als ich dachte. Ach, das hier waren wir ja schon. Ja, weg hier. Das ist die Mine, in der wir die Banane geopfert haben. Nur ein anderer Eingang. Okay. Raus hier. Raus. So. Ah, so komplett gründlich war es jetzt auch nicht, ne? Gehen wir mal so wieder hier hin und dann können wir gerne hier den Weg lang gehen und dann gehen wir mal zum Stall gucken, was da los ist. Ja, ich weiß, der Stall wäre jetzt auch direkt da vorne, aber wir wollen ja die Wege auch mitnehmen. Wir wollen ja so viel wie möglich. Blind das nicht so hier. Ah, das wäre cool. Das wäre, finde ich, eine schöne Neuerung, wenn es einen Krog Anhänger geben würde. Krog-Talisman, den man aktivieren und deaktivieren kann. Der dann irgendwie am Gürtel wackelt. Ich werd müde. Hätte ich cool gefunden. Ja, und dann würden wir jetzt hier einfach, wobei da waren wir da schon drauf? Nee. Ich weiß es nicht. Dann gehen wir jetzt hier einfach den Weg lang. Hier, und dann weiß ich gar nicht. Bist du im Stellchen? Boah, ich muss aber nochmal irgendwas essen gehen, glaube ich. Ich halte das nicht durch, bis wir heute Abend essen. Also in Essen gibt es so in 1,5 Stunden. Ich glaube, bis dahin wäre ich verhungert, ey. Ich bin so ein situativer Instant-Verhungerer. Und gerne. Sorry. Okay, dann folgen wir jetzt einmal dem Weg. Also wir wären ja von da unten gekommen und dann da hinten rum, darum, hier lang gegangen. Den Weg kennen wir aber auch schon so halbwegs. Und kommen dann bei dem Stall aus und keine Ahnung, was uns da erwartet. Aber ich esse mal schnell was. Bis gleich. So, ich habe mir mal den Müsli-Riegel geholt. Lecker.
So, haben ihn mal stumm gemacht. Damit ihr meinen Kauen nicht die ganze Zeit hört. Richtig lecker. Hat gut getan. Hä? Warum liegt denn hier eine Schwertbanane? Du Narr! Hat sich gelohnt, meine eiserne Ration als Köder auszulegen für den Boss? Ich sag da nichts zu, ja. Hat sich gelohnt, deine Ration auszulegen. Gut, ich hoffe, es gefällt euch. Mir macht das mega Spaß gerade. Ich weiß auch nicht warum. So. Moment, was? Oh Mann. Aber den habe ich noch nicht gefunden. Hey, du hast mich entdeckt. Tschüss. Dann habe ich überall Müsli-Riegel hängen. Ich habe Hunger. Ja. Ganz schön kalt. Wenn du nicht gut ausgerüstet bist, wirst du noch erfrieren. Seit das Klima in der Gerudo-Wüste und im Gerudo-Tal verrückt spielt, sind schon einige Reisende zusammengebrochen. Wenn du das passende Essen für die Temperaturen dabei hast, solltest du aber auf der sicheren Seite sein. Nun, pass jedenfalls auf, dass du dich nicht übernimmst. Danke, Rex. Ja, ich könnte jetzt gefühlt 5 Stunden lang aufnehmen, aber ich muss wie gesagt gleich Essen kochen. Dann müssen wir noch essen. Aber wir überziehen ein wenig. Ich denke mal, wir machen einfach so ein 1,5-Stunden-Video und machen den Stall noch mit. Hätte man hier mit einem Pferd hingekonnt. Das ist ja das geheime Jägerquartier. Das ist ja schick. Und dann geht man hier oben lang. Ah, guck mal. Ein bisschen wie in Ishtar. In Gothic. Ach, Ishtar. In, Bakarish. Bakarish in Gothic 3. Das hier ist ein cooler Weg. Hier hoch und dann darüber und dann auf der anderen Seite auch so am Berg entlang. Geil. Finde ich klasse. War zu erwarten. Moment, da ist ein Fall. Hier. Wenn des Blutmonds Licht die ganze Welt färbt, erwacht das Fleisch von Ungeheuern zu einem neuen Leben. Und ihr Hass ergießt sich über das Land. Oh je, aber gut, wir haben ja keine Monster besiegt, die hier in der Nähe sind. Aber der Griok oben ist jetzt wieder da. So, also Pfeil zeigt dahin. Hier unten? Tatsache. Das ist immer was ganz anderes. Das ist gemein. Das ist gemein, wenn man erwartet inzwischen, dass es oben drauf ist. Das war nicht schlecht.
Aber der Weg hier nochmal, dieser Durchgang, sowas mag ich ja. Diese einzigartigen, den Umgebungen angepassten Wege. Nicht einfach nur eine Straße quer durch die Schlucht, sondern so in den Berg rein hier. Guck euch das mal an, das ist ja richtig geil. Freut mich, dass wir den Weg noch gefunden haben und zu Fuß lang gegangen sind. So, was ist jetzt hier bei dem Stall los? Oh Mann. Ich sehe schon. Una Schilda. Hallo! Nochmal danke für deine Hilfe, aber schon wieder habe ich dieses Problem hier. Was soll ich nur tun? Ich lasse einfach mal los, okay? Kerzen gerade! Oh mein Gott! Das ist so genial! Warte mal kurz! So, hier ein bisschen und da ein bisschen. Alles fertig! Dank deiner Hilfe konnte ich das Schild fest im Boden verankern. Jetzt muss ich es nicht mehr halten. Hier für dich! Und hier. Und hier. Jetzt kann ich noch mehr aufstellen. Ciao. So, was ist jetzt hier los? Ist das kein Ver... Stall der Schlucht. Hallo. Was ist hier los? Wie soll ich das schaffen? Nanu, ich bin überrascht, dass du es geschafft hast, hier reinzukommen. So spät und du bist noch auf den Beinen? Ich bin beeindruckt, dass du den ganzen Weg auf dich genommen hast, aber leider ist dieser Stall für immer geschlossen. Wegen dieses verrückten Wetters können wir keine Pferde mehr zusammentreiben und die Gäste bleiben aus. Zu allem Überfluss hat Prinzessin Zelda dafür gesorgt, dass der Brunnen nicht mehr genutzt werden kann. Und das, wo es doch ein sehr nützlicher Brunnen war mit so viel darin wachsenden Pilzen. Die Prinzessin bezeichnete das als Übergangslösung und wollte zurückkommen, den Brunnen wieder zugänglich zu machen, aber das ist nie passiert. Es tut mir leid, bei mir läuft gerade so ziemlich alles schief, aber nur zu dir. Suchst du einen Platz zum Übernachten? Dann probier es doch beim Wüstenbazar. Du findest ihn, wenn du dich von hier aus westlich hältst und eine Weile läufst. Es ist wirklich etwas weit, aber wenn du dir am Wüstenrand ein Transportmittel organisierst, bist du blitzschnell da. Tja, dann räume ich mal weiter das Gerümpel weg, so kann ich diesen Ort hier nicht zurücklassen. Aber wie soll ich den ganzen Kram bloß loswerden? Im Stall der Schlucht herrscht gene Leere, da aufgrund des ungewöhnlichen Wetters die Kundschaft fernbleibt. Doch Piaffe plagen noch ganz andere Sorgen. Der ganze Stall ist vollgepackt mit Gerümpel. Es würde viel zu lange dauern, Ordnung in das Chaos zu bringen. Die viel effizientere Alternative wäre, einfach alles zu zerstören. Ah, gerne. Vor allem voll viele Pfeile. Ich meine, da bezahlen wir sonst Geld für. Was ist das hier? Eigentum des der Pferdefreunde. Bitte nicht anfassen. Okay. Okay, verstehe schon. Dies bringt gar nichts. Dim, dim, dim. Da, da, da.
So, das war's doch, oder? Entschuldige bitte, aber ich muss mich jetzt auf das Entrümpeln konzentrieren. Warte mal, das Gerümpel ist weg? Ich dachte, du wärst mit irgendwas beschäftigt, aber du hast einfach alles auseinandergenommen. Ich bin gerettet, danke. Hier gab es so viel Gerümpel, dass irgendwann die Tür dermaßen blockiert war, dass ich wieder rein und rauskam. Es gibt immer noch einiges zu tun, doch dank dir kann ich diesen Ort hier überhaupt erst wieder verlassen. Doch zuvor lass mich dir ein letztes Mal in dieser Uniform als Kunde unseres Eins so stolzen Stalls begrüßen. Ja. Willkommen im Stall der Schlucht, mein Herr. Du bist der letzte Kunde, den wir diesem Stall empfangen. Als solcher sollst du gebührend geehrt werden. Ich werde dir einen Stallpunkt gutschreiben. Na, das war's dann wohl mit meiner Tätigkeit als Stallbursche. Es war mir eine Ehre und ich hoffe, deine Reisen werden weiterhin unter gutem Stern stehen. Nun denn, ich habe immer noch ein bisschen was aufzuräumen und werde mich besser wieder in die Arbeit machen. Danke für deine Hilfe. Ah, das ist ja... Richtig, die Pferdefreunde haben uns vor einer Weile einige Bilderrahmen geschickt, aber dann sind sie verschütt gegangen und ich habe glatt vergessen, dass wir welche haben. Ich ziehe nur das Papier ab. Na dann. Das sind aber feine Rahmen. Wird wohl etwas einsam sein im Stall. Also sollte ich als letzte Geste vielleicht hübsche Bilder aufhängen. Ja. Vielen Dank für deine Hilfe. Leider haben wir geschlossen, aber immerhin kannst du hier noch Schutz vor Hitze und Kälte finden. Hätte ich wenigstens ein einziges Bettchen stehen lassen können. Das stimmt wohl. Ah, Meister Link, wie ich sehe, interessierst du dich für den Rahmen, ja? Ich war so mit dem Entrümpel beschäftigt, dass ich die Bilderrahmen von den Pferdefreunden fast vergessen hätte. Ich habe hier viel Zeit verbracht und verdanke diesem Stall so einiges. Daher möchte ich dieses Gefühl der Dankbarkeit mit einem schönen Landschaftsgemälde ausdrücken. Nun, da er schließt. Und zwar habe ich von einem Reisenden der Orni, der neulich hier durchgekommen ist, eine Geschichte gehört. Ganz in der Nähe findest du einen Ort, der so bekannt ist, dass er sogar auf Karten zu finden ist. Den Brillenfelsen. Der Reisende erzählte, dass er beim Überflug des Brillenfelsen nach unten gesehen hat. Und da sah es so aus, als würde der Felsen lachen. Ich möchte diesen Stall mit einem Lächeln schließen, also ist das perfekte Motiv, findest du nicht? Aber fliegen kann ich nicht, also wird daraus wohl nichts. Wenn mir natürlich jemand ein Bild vom lachenden Brillenfelsen zeigen würde, könnte ich es einfach abmalen. Brillenfelsen, wo war denn der nochmal? Da. Okay. Ja, und zwei. Ah. Unfassbar, dass ich versehentlich gleich zwei Bilderrahmen erhalten habe. Schließlich wird der Stall geschlossen, aber ich habe viel Zeit hier verbracht, daher möchte ich mich verabschieden. Mit einem Bild, das beeindruckt. Ich dachte an das große Schwert, das in einem Berggipfel der Gerudo-Hochebene nordwestlich von hier steckt. Aber ich muss immer noch den Stall entrümpeln. Außerdem ist es in der Gerudo-Hochebene so kalt. Wenn ich das große Schwert oder auch nur ein Bild davon hätte, würde ich es abmalen. Wo war denn das nochmal? War das hier? Nee, es war hier, ne? Ich meine, es wäre hier gewesen. Pein! Warum würde Zelda... Na, wenn das nicht mein Kollege ist. Ich hatte angenommen, dass dieser Stall verlassen ist und nicht mehr besucht wird. Doch da habe ich mich wohl vertan. Jemand wie dir. Dem macht doch die größte Kälte nicht aus. Überrascht mich immer wieder, Kollege. Meine kleinen Vögelchen zwitscherten mir etwas, und zwar, dass die Nutzung dieses Brunnens auf Befehl von Prinzessin Zelda verboten wurde. Der Brunnen wird allerdings dringend gebraucht, so wie von den Arbeitern als auch von den Reisenden und ihren Pferden. Nicht nur wegen des Wassers, sondern auch wegen den vielen Pilzen, die dort wachsen. Warum also wurde er versiegelt? Der Besitzer des Stalls scheint nicht zu wissen. Und ich kann nicht selbst im Brunnen nachsehen, da meine Flügel im Weg sind. Irgendwie müssen wir der Sache auf den Grund gehen.
Wortwörtlich, ciao. Ciao. Okay, also im ersten Moment nichts. Was war das gerade für ein Eintrag? Du hast das Gestein im Brunnen zertrümmert und eine Höhle vorgefunden, den es von Monstern nur so wimmelte. Es wäre sicher eine gute Idee, die Monster zu besiegen, damit dem Stall keine Gefahr droht. Den ehemaligen Stall. Ey. Gerudo Zweihänder, nehme ich. Hey. Okay, also das Wasserschild ist die Lösung, ja? Ja! Hallo Kollege, ich hab Monster gehört, geht's dir gut? Kommt doch jetzt nicht runter, oder? Und ich möchte ganz gern unten noch fertig Sachen einsammeln. Au! Hm, Kollege, und wie war's im Brunnen? Hast du was rausfinden können? Ja, da war ein Monster. Die Monster unter der Felsblockade. Ah. Spekulieren wir einmal. Vielleicht wusste die Prinzessin, dass sich der Brunnen in, in ein Monsternest verwandelt hat. Also hat sie ihn mit Felsen füllen lassen, damit der Stall und die Reisenden nicht in Gefahr geraten. Aber darüber wurde Stillschweigen bewahrt, weil sonst eine Panik ausbrechen würde. Vielleicht sollte der Brunnen nur zeitweise versiegelt werden und die Prinzessin wollte später Soldaten schicken. Doch dann ist sie verschwunden, bevor sie dazu die Gelegenheit bekam. Das würde alles Sinn ergeben. Oh. Was meinst du, Kollege? Kannst du meinem Gedankengängen folgen? Schlussendlich ist es unsere Pflicht, vermeintliche Fakten zu durchschauen und die Wahrheit aufzudecken. So, Kollege, damit sind wir 12 Gerüchte um Prinzessin Zelda auf den Grund gegangen. Die kleinen Vögel zwitschern nicht mehr. Dies muss das letzte Gerücht um Prinzessin Zelda gewesen sein. Ich werde Kletus alles berichten, also Nesthäkchen. Noch ein letztes Mal, hier ist dein Lohn. Wow. Oh. In ganz Hyrule gibt es wohl keinen anderen Reporter, die so gut verdienen wie wir. Und daran erkennt man deutlich, wie sehr du von Kletus, von unserer Zeitung, doch wertgeschätzt wirst. Aber ich fürchte, unsere Jagd nach Neuigkeiten ist vorbei. Ich habe wohl irgendwas im Auge. Ach, hat mir doch einen Spaß, Kollege. Jetzt muss ich nur noch zum Kleeblatt-Kurier zurückkehren und Kletus berichten, dass der Auftrag abgeschlossen ist. Die Motive der Prinzessin mögen diesmal nur Spekulation meinerseits sein, doch meine Reporterinstinkte geben mir recht. Deshalb werde ich auch nicht zögern, einen Artikel über die ganze Sache zu schreiben. Und jetzt... Abflug! Klappau! Oha. Du hast gemeinsam mit Paar in die Stelle in den verschiedenen Regionen unter die Lupe genommen und die Gerüchte um die vermeintlich Prinzessin Zelda aufgeklärt. Kehre zum Kleeblatt-Kurier zurück und erstatte Kletus Bericht. Und trotzdem nochmal hier rein. Die versiegelte Quelle. Was? Guck mal hier, Maxi-Trüffel, ganz viele Frostlinge und Dunkelpilze, hier Leuchtpilze. Das hat sich ja gelohnt, nochmal reinzugehen. Und Ausdauerlinge. Okay, jetzt ist die Überlegung nur, 1 Stunde 17, ja, sollen wir die Fotos noch schnell machen?
Von mir aus mit Teleportation. Also Brillenfelsen. Wie bekommen wir da ein Foto von? Das würde ich noch machen. Jetzt mit teleportieren, nur damit wir das halt abgeschlossen haben. Und dann beenden wir die Aufnahme und dann mal gucken, ob ich heute Abend nochmal mache. Dann würden wir vermutlich wirklich Richtung Gerudo-Wüste gehen, also runter. Oder ob ich dann das andere anfange. Dies ist die Frage. Die Frage der Fragen. Was machst du denn hier? Die Form, ja, wie entstand sie nur? Ah, du bist's. Diese kleine Insel dort, die fasziniert mich, ja. Als wäre da eine geheime Tafel oder sowas. Ja, ja, irgendwas stimmt damit nicht. Wenn ich aufsehe, ja, ich muss annehmen, dass ich sie unbedingt finden sollte. Okay, also da müssen wir ein Foto von machen. Und mein erster Versuch wäre jetzt einfach mal da drauf zu gehen. Es sah für mich gerade so aus, als würden die Tag und Nachts wechseln. Dass tagsüber die einen Exalfos rauskommen und nachts die anderen. Überall Müsli-Riegel. Echt lecker. Ist auch eine gute Idee, wenn ihr mal so zwischendurch Hunger bekommt, euch einfach so einen, jetzt nicht gerade schokoglasierten Müsli-Riegel reinschieben. Gibt kurz Energie, schmeckt lecker und, ja. Auch nicht so aufwendig. Schön. Dieser Griok ist so deppert. Es tut mir echt leid. Guckt euch an, was soll denn das? Ich meine, der thront hier oben so gefühlt, aber... Ja, dann müssen wir jetzt sowas hier löschen, tut mir leid. Ja, aber drüber? Also... Von da runter vielleicht? Bin verwirrt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass wir jetzt von hier oben runter fotografieren können, oder? Ich meine, da ist er halt, ne? Also Brillenfelsen wegen den beiden, weil es halt aus wie eine Brille. Vielleicht doch vom Labyrinth aus? Das weiß ich gerade nicht.
Ja, und dann geht's auf in die Wüste. Das war jetzt das ganze Gerudo Gebirge noch. Dieses Video, letzte Video. Und dann jetzt let's go in the desert. Nö. Es ist wahrscheinlich irgendein komischer Winkel. Es muss aber ja von oben sein. Also wir können ja, habt ihr ja gerade gesehen, von unten gar nicht, ne? Ihr wisst, was ich meine. Komme ich da easy hin? Ja, ne, da kann ich mich ja hinschießen lassen. Ein bisschen Drain, bis wir uns dahin schießen lassen können. Drain, 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 Drain. Und der Schieße. Wo soll man da ein Lachen sehen, Mann? Vielleicht war der auch nicht ganz bei Verstand, der Orni, der das gesagt hat. Ich weiß ja nicht, was die Orni sich da so für komische Konstruktionen zusammendenken. Dann haben wir jetzt nur noch die Option, mal dahin zu gehen. Und da bauen wir einen Gleiter. Die Gleidersche. Das ist ja auch kein Problem. Sag bitte, er ist noch hier. Ich hätte den hier halt gerne als Vorlage. Ich hätte mich auch vom Turm einfach hochschießen lassen können, ne? Ja, aber er wird ja auch nichts jetzt. Also, nee, oder? Na, von hier aus kriege ich den ja nicht mehr drauf. Dann wäre das noch eine Option. Von der Tafel aus da hinten, aber das ist ja schon. Lachendes. Das Orni-Schwert war aber doch da oben, ne? Das Orni-Schwert. Ich meine, da war das, oder? Das Schwert.
Der Gerudo. So, dann haben wir ja alle Perspektiven durch, oder? Oh mein Gott, das hätte jetzt noch gefehlt, ne? Wow. Wir können es von da aus, von da oben nochmal probieren. Schief. Aber dann bin ich auch langsam überfragt. Ne? Weil es gibt ja eigentlich nur vier Möglichkeiten von den vier Seiten, je nachdem wie das dann fällt, dass man dann da irgendwie eine schöne Statue erkennt. Wir sind gerade übrigens hier in dem... ne? Vom Jäger-Kommandeurquartier durch die Höhle auf den Gipfel. Alter, viel zu tief. Ja, mit dem Lachen, das wird noch ein Rätsel bleiben. Wir gucken mal eben wegen dem Schwert, dass wir wenigstens eines der beiden Porträts erfolgreich gefunden haben. Da müssen wir unbedingt nochmal nach Taborasa. Genau, da schon mal das Gerudo-Schwert. Das ist ein cooles Bild mit dem Griok daneben. Top. Ein Orni ist drüber geflogen. Hä? Die einzige Lösung ist, dass es eine Himmelsinsel ist. Wir waren auf allen. Mann. Kann nicht wahr sein. So, jetzt nochmal. Rillenfelsen. Verstanden. Nee, die fliegen, denn ich hab's gesehen. Ah! Seht ihr die Nase und den Mund? Ist das bescheuert? Es ist wie der Himmelsfisch. Warum sagt mir das denn keiner? OMG. Oh mein Gott.
Ja, da kommt sie dann sogar extra gucken, ne? Kann ich verstehen. Oh! OMG. Was soll ich dazu sagen? Ah ja, so, also, okay. Ein Satori-Baum. Also ein Kirschblütenbaum. Ich bin aber jetzt stolz, dass wir es gelöst haben, ohne dass ich nachgucke oder sowas. Es hat mir schon wieder den Finger gekribbelt, weil ich gedacht habe, oh Gott, das ist wahrscheinlich irgendeine ganz merkwürdige, ganz, ganz spezielle Position, die man finden muss. Aber nee. Nee. Alles eine Frage der Perspektive. Ah. Gottchen. Ich hoffe, dass hier nochmal Leben hinkommt, wenn wir das mit dem, schwer neue Kisten. Wenn wir das Problem mit dem Sturm gelöst haben. Ah, Meister Link, guckst du dir gerade den Bilderrahmen an? Hätte ich nur ein Bild des großen Schwertes. Mann, ich würde es hier aufhängen. Ich habe ein Bild, guck mal hier. Wie bitte? Du hast echt ein Bild? Zeig es mir mal. Ja, wunderbar. Das ist genau das Bild, das ich sehen wollte. Darf ich es abmalen? Klar, gerne. Vielen Dank, das Schwert ist ja sogar noch größer, als ich es mir vorgestellt habe. Ich wusste, dass es existiert, aber ich habe es noch nie mit eigenen Augen gesehen. Jetzt brauche ich nur noch etwas Zeit, um es abzumalen. Keine Sorge, ich bin auch als Stallbursche ein kleiner Picasso. Ich wusste es doch, das passt perfekt zu diesem Stall. Ich bin jetzt zu großem Dank verpflichtet, Meister Link. Kriegst einen Stallpunkt für. Ah. Oh, und bitte nimm auch das hier. Eine Spezialität des Hauses. Ah, Kühlungspilzrisotto. Lässt die Wüstenhitze aushalten. Der Hyrule-Reis ist auf den Punkt gekocht und der Duft nach Pilzen und Butter regt den Appetit an. Oh. Dass es sich an einem so unzüglichen Ort befindet, macht den Anblick noch imposanter. Es verleiht mir Mut. Falls du weitere Bilder hast, kann ich sie gerne austauschen. Sag einfach Bescheid. Ah, Link, siehst du dir auch noch den leeren Bilderrahmen an? Also, wenn ich nur ein Foto vom lachenden Brillenfelsen hätte, würde ich das aufhängen. Na, da habe ich eins. Wie bitte? Bringst du mir ein Bild vom lachenden Brillenfelsen? Zeig es mir bitte. Oh, wunderbar, das ist genau das Bild, das ich sehen wollte. Ich würde es gerne abmalen. Darf ich es haben? Oh, vielen Dank. Es sieht wirklich nach einem Lachen aus. Ja, wenn ich nur darauf schaue, muss ich schon mitlachen. Es wurde schon etwas einsam hier, seit der Stall schließen musste. Aber das Bild gibt mir warme und wohlige Gefühle. Und jetzt brauche ich nur noch etwas Zeit, um es abzumalen. Aber keine Sorge, du weißt ja, ich bin ein Profi. Ach, ich wusste es doch. Das passt perfekt. Ich bin dir zu großem Dank verpflichtet. Ich gebe dir noch einen Stallpunkt. Und auch das hier. Ja, das Bild muntert mich richtig auf. Falls du noch ein Bild aufhängen möchtest, sag einfach Bescheid. Dessen ungeachtet können wir aber gerne auch probieren, ob andere Bilder von dir gut in diesen Rahmen passen. Nee, das fangen wir nicht an. Wir nehmen schön die Motive, die du hier haben möchtest. Schön. Das Bild im Stall der Schlucht 1 und 2. Es ist zwar schön, dass mal wieder ein Besucher vorbeischaut, aber wie gesagt, ist dieser Stall nicht mehr in Betrieb. Wegen dieses verrückten Wetters können wir keine Pferde mehr versorgen und die Gäste bleiben aus. Zu allem Überfluss hat Prinzessin Zelda den Boden dicht gemacht. Dabei waren die Pilze so wichtig. Naja.
Das mit dem Brunnen ist übrigens gelöst. Da war ein Monster eingesperrt. Was? Die Prinzessin hat den Brunnen mit Gestein füllen lassen, damit keine Monster herauskommen können? Ich schäme mich aber. Ich dachte, sie hätte den Stall im Stich gelassen. Dabei hat sie ihn geschützt. Nach dem Bau des Brunnens wurde hier mehr und mehr Monster gesichtet. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, muss das aufgehört haben, nachdem der Brunnen mit Steinen gefüllt worden war. Die Stallarbeit nimmt mich so ein, dass ich gar nicht daran gedacht hatte, mir den Brunnen genauer anzusehen. Danke, dass du dich darum gekümmert hast. Das nächste Mal, wenn ich Prinzessin Zelda sehe, muss ich mich unbedingt bei ihr bedanken. Dank dir, Meister Link, konnte ich die Bilder vom lachenden Brillenfelsen und vom vergessenen Schwert aufhängen. Ich war schon etwas traurig, den Stall schließen zu müssen, aber dank dieser Bilder habe ich neuen Mut gefasst. Sollte jemals der Tag kommen, an dem ich den Stall verlassen muss, werde ich diese Bilder mit Sicherheit als erstes einpacken. Brauchst du einen Platz zum Übernachten? Dann geh besser zum Wüstenbazar, der ist im Westen von hier. Aber dieser Stall und ich sind alte Freunde. Ich nehme mir gerne Zeit dafür, bevor ich mich hier verabschieden muss. Schön! Das ist doch der perfekte Abschluss für dieses Video, oder? Eine deutliche Überlänge, 1 Stunde 38, aber wie gesagt, das liegt daran, dass ich eben keine 2 volle Stunden machen kann. Ich muss jetzt nämlich mit dem Essen anfangen, also mit dem Essen vorbereiten. Vielen Dank fürs Zuschauen, das war The Legend of Zelda. Mal schauen, ob ich heute Abend oder gleich, also es ist ja schon Abend, nochmal eine Aufnahme mache. Dann würden wir uns langsam aber sicher hierhin begeben. Von da aus würden wir uns dann hierhin begeben. Und dann ist die Frage, ob wir da nicht zur Gerudo-Stadt gehen. Ist ja schon hier. Aber ich schätze mal, wir würden erst hier hingehen, zum Bazar, wie es so schön heißt. Dann würden wir uns hier die Ecke noch angucken und dann vielleicht hier die Ecke, das weiß ich noch nicht. Oder wir gehen zum Bazar, dann das hier, so, und dann Gerudo-Stadt. Irgendwie sowas, mal schauen. Aber definitiv geht es jetzt in Richtung Gerudo-Stadt. Oh, ich freue mich. Die letzte der großen Siedlungen fehlt und die werden wir jetzt besuchen. Ich bin auf Ryu gespannt, die Königin der Gerudo, Prinzessin der Gerudo, auf jeden Fall die Anführerin der Gerudo und ich bin gespannt, was uns dort für neue Abenteuer erwarten und vor allen Dingen, was es mit diesem Sandsturm auf sich hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ciao.